Ja, die Feuerwehr Hockenheim wurde um 5.32 Uhr in die Zähringer Straße nach Hockenheim alarmiert zu einem Gebäudebrand. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden und bei Eintreffen im Rahmen der Erkundung wurde dann festgestellt, dass das Gebäude sich bereits in Vollbrand befindet. Es gibt zwei Verletzte an der Einsatzstelle. Der Bewohner wurde schwer verletzt, war bereits durch die Polizei gerettet worden und ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Und leider wurde auch ein Feuerwehrmann hier an der Einsatzstelle verletzt. Ja, es wurden umgehend mehrere Rohre zur Brandbekämpfung vorgenommen. Zunächst nur im Außenangriff, weil eben der Brand nicht zugelassen hat, das Gebäude auch im Innenangriff zu betreten. Und derzeit laufen jetzt aber auch Löschmaßnahmen im Innenangriff, ebenfalls mit mehreren Rohren. Ja, aufgrund der starken Brandausbreitung waren die Nachbargebäude auch bedroht, dass dort eben der Brand überläuft. Wir konnten das verhindern und die Gebäude wurden und werden auch nach wie vor kontrolliert, dass dort tatsächlich nichts im Dachbereich übergelaufen ist. Und vermutlich müssen auch die Gebäude im weiteren Einsatzverlauf belüftet werden, weil dort auf jeden Fall auch viel Rauch ist. Ja, die Zähringer Straße und auch die nebenan verlaufende Wilhelm-Leuschner Straße sind derzeit jetzt während der Einsatzmaßnahmen vollgesperrt. Also das Haus wurde sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Es ist auf jeden Fall unbewohnbar. Die Feuerwehr organisiert derzeit gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Zeidler, der hier auch an der Einsatzstelle ist, die Unterbringung der betroffenen Personen, sofern sie nicht ohnehin im Krankenhaus untergebracht werden müssen. Und zu Sachschaden und auch zur Brandursache wird sicherlich die Polizei ermitteln.